Moinsen und hallo, es geht weiter mit unserem Batmobil und wir haben gerade im Stream einen Raid bekommen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit immer noch mal wieder das Video, den Chat einblenden, ist jetzt aber leider noch nicht möglich. Wir freuen uns sehr über alle Leute, die uns gerade folgen, das ist sehr schön. Meine Frau ist auch im Stream, die bedankt sich auch, das ist der 12:05 Podcast, das ist die Dame. Das ist Rika, der probiere ich in diesem Channel das Streamen bzw. das Spielen beizubringen. Da das aber immer nicht so hinhaut, ist es mehr lustig als alles andere. Aber wie gesagt, ich bedanke mich für jeden Follow, das freut mich total. Hab mich gerade erwischt, wie ich mein Hochzeitsgeschenk zusammen bastle. Und ich würde sagen, um euch auch was zu unterhalten und zu bringen, bauen wir jetzt das... Ups! Ich komme nicht dran! Die fünfte Tüte bauen wir jetzt zusammen. Und dann kann ich mich weiterhin darüber beschweren, dass ich komme gleich mal runter, ja. beschwere ich mich weiterhin darüber, dass Lego nicht nachhaltig ist und zu viel Plastikkram neu produziert, anstatt es nachhaltig zu machen. Warte mal, 12:05 Podcast war sein Hochzeitsgeschenk? Nein, nicht der Podcast, aber das Batmobil war von meiner Frau, die jetzt gerade hier reinschwupselt. Ja, dann komm auch her, um Hallo zu sagen. Genau, die hier gerade reingeschwupselt ist und sich auch wieder entmuten müsste, wenn sie reden möchte. Hab meine Freundin überredet, Dark Souls zu spielen. Sie spielt sonst keine Games. War auch sehr lustig. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Und ja, das war eine Katastrophe. Genau, komm mal rein ins Bild. Komme. So. Hi, das ich bin der andere Teil. Das ist meine bessere Hälfte. Guck mal, kaum bekommen wir Aufmerksamkeit, kommt sie runter. Ja, das war klar. Das war so klar, dass du jetzt... Ja, ich muss gleich meinen Podcast aufnehmen. Deswegen war ich heute gar nicht vorgesehen. Ja, ja, und überhaupt war ich vorhin schon mal hier. Ihr euch Stream öfters Schwurbler an. Wir versuchen Rika bis heute dazu zu bringen, das nochmal zu spielen. Ja, aber extra Befehle dafür. Moment, aber das wollt wir werden, ihr nicht. Wir werden demnächst mal 2 Stunden Sekiro spielen und mal gucken, wie weit sie kommt. Was? Sekiro? Ja, weil ich dachte, das wollten wir im 24-Stunden-Stream immer am Wochenende. Da schaut ihr euch das an. Hast du verstanden, was Schwurbler sind? Das sind Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner. Querdenker. Quasi in dem Sinne. Naja, die denken ja auch noch mal was anderes, glaube ich. Ja, Querdenker sind einfach also Leute, die noch mehr Leute, die querdenken halt. Marbles on Stream, Mrs. Blöd. Ah, okay. Immer am Wochenende guckt ihr euch die an, das finde ich super. Nee. Das ist nämlich jetzt immer mein Problem, wenn so viele da sind. Ich käme gar nicht im Chat hinterher. Ich könnte gar nichts machen oder spielen, weil ich nicht hinterher käme. Der Chat unterhält sich ja auch untereinander gerne. Ja, das gehört ja sich auch so, ne? Ja. Na, warte, ich mache mal wieder das. Plups. Guck mal, jetzt machen wir wieder auf das Batmobil in nah. Bist aber weit gekommen. Dann muss man mal reingucken. Ja, muss man halt auf jeden Fall mal. Wo jetzt? Bei dem? Bei den, was die Leute da, diese Schwurbler-Demos, die sich angucken, wo du dir denkst, Leute, seid ihr Idioten. Ja, dann rege ich mich nur wieder auf. Ja, da steigt mein Blutdruck wieder. Mein Blutdruck darf nicht steigen. Bring Nervennahrung mit. Ja, das ist halt... wenn ich schon so einzelne Kommentare von den Leuten höre, kriege ich innerlich schon immer eine Krise, wo ich mir denke, sag mal, habt ihr... Da kommt halt wirklich dieser Punkt, hat man euch ins Hirn geschissen? Ernsthaft? Soll ich dir das... Weißt du, ich habe mir vorhin schon gedacht, ob man das dir nicht so halten sollte. Nö, warum? Ja, wegen dem Licht. Also ich würde hier nichts erkennen. Ja, aber passt schon. Kopfkissen fragt, das sind, glaubst du, wie der Name entstanden ist. Damit wir uns nicht zu doll aufregen, schauen wir das gemeinsam. Das hilft. Ich dachte, das steigert eher nur den Frust. Ja, also dachte man sich da nicht gegenseitig so ein bisschen nach das oben? Das Aufregen steigert. Also je mehr, desto mehr Aufregung. Was meinst du, wie lange das Batmobil dauert? Ich lese dir das jetzt einfach vor, Honey. Da musst du das jetzt nicht machen, kurz, solange ich noch Zeit habe. Ich schätze mal, ja, 10 bis... 13 Stunden könnte ich mir vorstellen. Bist du aber mutig, Honey. Haha, die haben auch gesungen und versucht Gitarre zu spielen. Zumindest ein wenig. Was? Einfach, damit wir uns nicht zu doll aufregen. Achso, damit wir uns nicht zu sehr aufregen. Zumindest ein wenig, ja. Also ich kenne das, dass man sich dann eher hochstachelt. Also quasi einer regt sich auf und ja, dann du und deine Eltern, ja, ja. Das ist so genau dieses Prinzip, ne? Der eine sagt was und der andere unterstützt es dann irgendwie.
Naja, aber im Gegensatz zu manch anderen sind wir uns, was das Impfen geht, hier einig. Zum Glück. Also meine Eltern sind ziemlich alt und ich hatte eigentlich befürchtet, dass die dagegen sind. Aber die haben sich alle schön, brav, hübsch impfen lassen. Macht sich darüber lustig, informiert etc. Das ist definitiv einfacher, als sowas alleine zu schauen. Ja, verständlich auf jeden Fall, wenn man dann halt, wenn einzelne Fragen haben, ey, ist das denn wirklich so oder was behauptet der denn jetzt gerade? Dann finde ich schon gut, wenn du dann halt auch Leute hast, die sagen, nee, halt, warte, hör mal zu, das ist halt aus dem und dem Grund. Also das finde ich schon aus informativer Sicht ganz gut, dass man da sagen kann, ich komme aus dem und dem Bereich, daher kann ich euch sagen, es weihnachtet sehr. Ach so, du bist der Weihnachtsmann. Ja. Das ist halt nicht so. Finde ich gut, habe ich selber noch nicht von gehört, finde ich aber etwas, was man halt auf jeden Fall weiter unterstützen sollte, dass die Leute halt da mitmachen. Aber dann werde ich nachher auch mal bei euch vorbeischauen und mir das mal angucken. Mhm. Auf jeden Fall, das muss sein. Ja, so, also aber toll, jetzt von den politisch total interessanten Themen, mit dem, wo man halt für die Welt was ändern will oder beziehungsweise was angeht. Und jetzt seht ihr hier, wie ich halt Plastik verbaue. Naja, umweltfreundlich ist das nicht. Weil deren Song so lange ging, geführt hat der Song 600 Strophen. Oh Gott. Ja, man muss ja was mitteilen. Die Message ist es ja. Und wenn man halt so Leute wie die hat, dann verstehen die halt die Message Minuten nicht so schnell. 30 Minuten, fragt Anna, ja. Das ist schon heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht irgendwann abschalten würde. Ich würde irgendwann so, wieso rauschen ich dann? Würde halt irgendwann auf Durchzug schalten müssen, weil du kannst ja, bin halt Grafiker und habe Präsentationstechnik gelernt und du kannst halt so lange nicht mal zuhören. Nee. Also so lange fokussiert zu bleiben, meine Fresse. Guck, jetzt hast du aber dasselbe Problem, was ich damals hatte. Was denn? Also nur zur Info, ich hatte mal das Hogwarts-Schloss so alleine gebaut, also ich habe mir nachher Hilfe geholt, aber die ersten Streams habe ich noch alleine gemacht, die sind jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Wenn du dann mit dem Chat redest, wirst du automatisch immer langsamer. Ja, das ist nicht schlimm. Also die Tüte hat jetzt deswegen nicht so viel Kram. Deswegen wollte ich gerade sagen, mit 10 bis 13 Stunden, da überschätzt du dich. Nee. Guck mal, wie lange, ich habe 20 Stunden für Hogwarts gebraucht, mit Hilfe. Macht wegen etwas sinnvolles Weide macht wenigstens etwas sinnvolles im Vergleich zu den Schwurblern. Naja, normalerweise alles spielen wir Spiele. Alles ist sinnvoller als... Ob das denn so sinnvoll ist? Ich bin schon der Meinung, dass die Erde rund ist, auf jeden Fall. Sie ist hohl, das wissen wir alle. Was? Aber, was? Digga, du hast 20 Stunden mit Hilfe gebraucht. Ja, eben. Deswegen, ja. Wie viele Teile hat das? Weißt du das? Was? Das Bettmobil. Habe ich immer noch gesagt, 24 Tüten. Ja. Witzig. Ach so. Ich fragte Teile. Wie viele Teile? Müsste das hier Schatz. Nicht irgendwo stehen? Ja. Ich halte hier den Finger. Jetzt stört sie mich auch noch. Ja. Und sie hat einen Noppen. Alter, hast du das hier mal gezeigt, dass hier kompletter, wie das zustande gekommen ja. ist, Geschichte steht? Ich glaube, es steht ganz hinten. Ganz vorne oder ganz hinten auf jeden Fall. Also hier nicht. Nee. Das ist die Seite, die wir haben. So, Leute. Was haben die denn Lustiges behauptet? Erhält mich mal. Lasst uns in eurem Wissen teilhaben. Ich krieg schon durch meine politische Satire relativ viel mit. Stelle hat das Set. Wir haben hier 10 Sticker. Ja, genau. Wir haben hier, ganz ehrlich, Leute, es steht hier nicht. Doch, das müsste. Das muss eigentlich, aber hier steht es nicht. Also ich finde es zumindest gerade nicht. Nein. Ups. Nein. Hier sind die ganzen Teile aufgelistet. Normalerweise steht da so eine Gesamtzahl. Ja, irgendwo steht das eigentlich immer. Steht es auf dem Karton? Nö. Also nicht auf der Vorderseite, die ich hier habe. Ja, dann ich guck mal auf die Erde hat Noppen? Ja, natürlich. Was, die Erde hat Noppen? Ach, sie hat Noppen. Ja. Ich sag ja nur, wenn du halt ins Bermuda-Dreieck reinfliegst, bist du direkt bei den Lizards und kommst, wenn du gerade durchfliegst, am Drachendreieck in Japan wieder raus. Das hast weiß du das doch ausprobiert? Jedes Kind. Das ist Allgemeinwissen. Ach so. Ich finde es gerade nicht. Ich müsste das jetzt googeln. Das hat 3306 Teile. Danke, dass du nachgeguckt hast. Dankeschön. Dann hast du ja viel weniger als ich. Ach echt, ist ja auch keine Burg, ist ja nur ein Auto. Ja, dann schaffst du es nicht. Sag dich doch. Oh, ich dachte, das hat jetzt so 10.000 Teile oder ja, im so. Im Gegensatz zu dir kann ich halt Sachen auch einschätzen, ne? Ja, ich verschätze mich gern mal so mit Höhen, Breiten. Ja,
Höhen. Das ist genau der Punkt, der da die Thematik. Ja, ja, ich wollte was von Ikea kaufen, habe gesagt, das passt. Und dann war die Decke. Das wird in etwa passen. Ich habe das ausgemessen. Und dann war der Schrank 10 cm zu groß. Mhm. Ein teurer Schrank. Nein, die Decke war einfach 10 cm zu niedrig für die Decke, die ich gemessen habe. Das ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also ich bin quasi zur falschen Decke. Ich habe gedacht, alle Deckenhöhen sind gleich. Ich habe einfach nur eine Decke gemessen. Habe das als Maß der Dinge gesetzt. Alter, regnet das gerade. Ja. Naja. Leute, was soll ich denn gleich essen? Gib mir mal einen Tipp. Ich jetzt gesündigt. Du hast gesündigt? Ja. Warst bei Meckes. Nein. Dann hätte ich dir doch was mit. Also, wie arschig bin ich denn? Du hast Nudeln gegessen. Ja. Wie immer. Ja. Ich habe mir Pizza. Meine Restnudeln. Habe ich gestern. Rika steht dann auch mit der riesigen Schrankwand vor ihrem Kleinwagen und überlegt, wie sie. Nein, wir hatten Transporter. Nee, 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 nee. Nee, wir haben alle sie drinnen. Alle Decken sind lassen. Gleich hoch. Fakt ist. Burger. Schatz, du sollst einen Burger essen. Kannst du mir ein Eis mitbringen, wenn du doch fährst? Nee, hab ich jetzt keine Lust. Ach, übrigens, falls jemand unter euch ist, der laktoseintolerant ist, man kann tatsächlich Meckes Eis essen. Scheint anscheinend nichts drin zu sein. Oh, das ist das Einzige, was ich vertraue. No, lass mich doch einmal Schwurbler sein. Ja, ja, aber willst du dieses Niveau annehmen? Ist das... Du bist da, ne? Ja, ich weiß. Gut. Keiner von uns. Wozu gibt es denn Sägen? Keiner von uns. Einer von uns. Einer von uns. Da steht keiner. Ich weiß, aber ich habe es umgemünzt. Achso. Wozu gibt es denn einen Sägen? Vielleicht hat sich El Napo ja in eure Gruppe reingeschlichen, um euch zu unterwandern. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt traust du denen aber viel zu. Ja. So an Kriegsführung. Kriegsführung? Nee, Unterwanderung hat ja was auch mit Krieg zu tun. Ich sehe dich schon mit der Schere, mir das VIP-Bändchen zu zerschneiden. Weißt du, kannst du mal dein Knie mal wegnehmen und anfangen, an meinem Kabel rumzumehren? Dankeschön. Ich hab das gar nicht, ich hab dein Kabel kaum berührt. Zu viel Geld dagelassen. Ja, das ist es ja. In Sicherheit wiegen und dann unterbewusst bei allen anderen so ein bisschen doch die einzig und wahre Wahrheit einbauen. Ach so, wie bei Offenbarung 23. Ja. Demnächst kommt dann auch und sagt, die Hitler-Tagebücher waren echt. Ich habe das Gefühl, dass ich El Napo schon irgendwo gelesen habe, hab. Aber mhm. Keine Ahnung wo. Ja, das könnte natürlich sein. Es gibt El Chapo. Hieß der El Chapo? Ja, mehr oder weniger. So weit können Schwurbler nicht denken. Was? Da war irgendwas geschichtlich. Das, ja, das könnte natürlich auch sein. So weit kann Schwurbler nicht denken. Was? Anna ist raus. Wir haben Anna verloren. Wir haben Anna verloren. Mayday, Mayday, wir haben Anna verloren. Wir haben Anna verloren. Oh mein Gott. Warte, habe ich irgendwas übersehen? Ach nee, das hatte ich. Okay, cool. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Bitteschön. Ja, du baust gerade das Lenkrad. Das hat er im Hildemanns Wehrsportgruppe. Ich bin gegangen. Irgendwo bei Noppen hängen geblieben. Ich bin irgendwo bei Noppen hängen geblieben. Ja, auch dieser Hildemann. Also, Leute, ich finde das gut, was ihr macht. Ich verstehe die Leute. Ich verstehe auch nicht, wie man hier überhaupt auf so eine Idee kommen könnte. Ist der nicht jetzt sogar aus Deutschland geflohen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe von dem zum Glück jetzt nichts mehr weiter mitbekommen. Weil, wir haben es die Ärzte gesagt, es gibt doch so viel Wichtigeres, als sich um so einen, um die Aussagen von solchen Vollidioten zu kümmern. Ja, ja, ja. Ja, der ist in der Türkei. Das hatte ich nämlich erst irgendwo so wie der Wendler ja auch abgehauen ist. Der ist in Frankreich, wollte ich gerade sagen, Florida. Ja, ja. Gut möglich, meistens bin ich in Science unterwegs oder Politik. Und der heißt Hildemann und ist nicht Hildemann. Nein, der heißt Hild. Jetzt liest das doch nicht. Heißt richtig. Hildmann und nicht Hildemann. Entschuldigung. Das ist wie mit dem Höcke. Björn Höcke. Moment, war das jetzt der Richtige oder der Falsche? Ich komme nicht einander. Ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich bin ein Fan der Heute-Show.
Anna fragt, bist du mal bei Ach Nina gewesen? Ich glaube, Ach Nina sagt mir sogar auch was. Das habe ich, glaube ich, auch schon von euch gehört. Von euch Kindern. Ach, das ist ein anderes Streamer. Ja. Ah, na, da bin ich ja raus. Ich kenne ja außer Bontront, Pete Smith und Rocket Beans ja keinen Menschen. Ja, doch, ein paar hast du schon mitbekommen. Ja, ein paar, die dann bei Among Us mit dabei waren. Aber, oh, kann man das jetzt sehen, was du da gerade getan hast? Ja, das kann man gleich sehen. So, wartet. Oh Gott, jetzt. Das sieht schon ein bisschen futuristisch aus, finde ich. Warte, ich muss noch ein bisschen näher ran. Guck kann mal. Das so ein Bergbaubetrieb sein? Könnte sein, glaube ich mal geradet und dass dort El Napo mitgezogen wurde. Also ich freue mich auf jeden Fall über den Raid. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben aber dank meiner Anwesenheit auch schon wieder ein paar verloren. Wahrscheinlich hätte ich wegbleiben Dachte sollen. Dachte ich mir. Vielleicht hätte ich mehr Brüste zeigen sollen. So funktioniert das doch bei Twitch, habe ich verstanden. Glaube ich zumindest. Naja, wenigstens sehen sie jetzt nicht, wie ich Tetris spiele. Oh Gott, ja, das würde einen innerlich umbringen. Ich fand das ganz gut. Ja, aber auch nur du. Ich hätte das nicht so gestört. Oh nein, da schreibt Anna direkt nicht Tetris, nein. Anna fand das nicht gut. Elnapo schreibt, ich bin frei, du ziehst mich nirgends hin. Diktatur. Tetris Live ist cool. Ja. Ah, ja, ich darf Tetris spielen. Zum Glück habe ich gerade alles abgebaut. Ja, ne? Ich kann heute nicht zocken. Ist alles weg. Also, alle Konsolen sind wenn abgebaut. Wenn ihr das sehen wollt, dann platzt den Raid die Gehirne, wenn die sich schon bei den Schwurblern aufgeregt haben. Ich wurde immer besser bei Tetris. Diese Wahrnehmung hattest auch nur du. Ich habe gegen, war das nicht das 1:99 oder was war das für eine Welt? Ja, ja, du hast das auf der Switch gespielt. Ja, das war ganz furchtbar. Also wenn man 99 Gegner hat, kann man ja auch nur verlieren. Ja, genau das war das Problem. Und die Steine kamen viel zu schnell. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Und dann waren die nicht über dem Ordnungssystem. Schweizer Käse war das auch, aber kein Tetris. Danke. Wir wollen jetzt hier nicht Werbung für anderen Kram machen. Wollte nicht sagen, aber glaubt's mir. Nicht und die so Sonne hat so geblendet. Mach's gut, ihr beiden. Auch noch viel Spaß beim Basteln. Danke dir. Dankeschön. Danke fürs Vorbeikommen und danke für den Follow-Pan. Schönen Abend noch. Ja. 16.01., da bin ich übrigens geboren. Ach so, stimmt. Ich habe noch einen Gameboy in Arbeit. Muss mir mal wieder Tetris holen. Ich habe noch einen Gameboy in der Arbeit. Oh, wieso hast du denn einen Gameboy in der Arbeit? Oder vielleicht baut er sich gerade. Also wenn Pan am 16.01. Geburtstag kommt, machen wir am selben Tag Geburtstag. Ja. Ist er weg, habe ich ihm zu spät gesagt. Weiß ich nicht. So. Das sehe ich nicht. So. Moin. Moin, portugiesischer Brotexperte. Ich habe wie zwei, aber die Leute die immer Tasten auf reinigen, so die Klemmen Namen. Fehlen. Jens at Huhu. Hä, warum Jens? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt bin ich raus. Ja, Gameboy hab ich auch noch. Wobei, ich glaube, ich habe noch den grauen Gameboy, der funktioniert nicht den mehr. Den Gameboy Color. Aber ich habe den Gameboy Color und den Advance und den SP. Ich wollte mal was anderes schreiben. Ah. Aha. Ah. Oh, Isopropanol. Ja, das ist hübsch. Ja, das ist was für Rika. Die ist Chemikerin, die kann als solch alle... Moment. Wenn ihr Ideen braucht oder... Moment, ich Fachwissen in euren Schwurblerkreisen. Ich habe Chemie gelernt und mache jetzt auf Viren. Noch toll, schlimmer. Ne? Du bist dazu das... Also du bist... Dieses Schwurbler-Ding, wogegen die sich dann halt wehren. Genau, ich habe den Coronavirus erschaffen, weißt du? Ja, du bist, ich sag nicht, dass du das gemacht hast, diese Leistung glaube ich nicht, aber du hast halt auf jeden Fall, du gehörst zum System. Ja, genau. To Gameboy erbinden, was, das macht Spaß, was? To Gameboy erbinden, das macht Spaß. Warte mal, was? What? Jetzt bin ich zu alt.
Tropen-Helmut, tut mir leid, das habe ich... Jetzt bin ich zu alt für den Scheiß. Die Abkürzung verstehe ich nicht. Versteht mein Gehirn nicht mehr. Das ist... Ab über 30 schaltet sich das aus. So, Abkürzung, dort brauchen wir nicht mehr. Wegschmeißen, raus. Alles raus. Verbinden. Ach, nicht... Two Gameboy. Ach, zwei Gameboy verbinden. Jetzt ergibt das Sinn. Schön, da lag es nicht an mir. Dann lag es nicht ausnahmsweise nicht an mir. Bastel, bastel, bastel. Fummel, fummel. Nee, ich lasse dich sowieso gleich allein, weil ich ja noch den Podcast aufnehme. Ja, ja, klar. Wie spät ist es denn eigentlich in Deutschland? Wir haben 16 Uhr. Ja. Ich habe noch eine halbe Stunde. Okay. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil ich muss mich ja da oben noch häuslich niederlassen. Erste Hilfe quasi. Was bin ich raus? Ich muss weiter vorne anfangen. Mit dem Kabellink und dann die Pokémon. Ah, ja. Ah, ja, Pokémon spielen wir auch im Moment, das Neue. Aber DLC schon. Also nicht... Naja, wir haben die DLC schon dabei. Ja. Wann kommt wie heißt er? Akreos? Akreos kommt im Januar und jetzt kommt dieses Jahr noch im November. Also jetzt demnächst kommt... Scheinend Diamant. Ach so, da ich ja nicht weiß, was ich nicht zu Weihnachten bekomme, wenn ich es zu Weihnachten bekommen würde, könnte ich das im Stream spielen? Wenn du das eine meinst, ja. Gut. Danke, habe ich es noch nie gemacht, weil ich kein Pokémon für meinen Gameboy hatte. Dann kann der Tetris gegeneinander spielen. Sorry, gespielt werden. Ja, also das Link-Kabel habe ich vor allem auch noch. Echt? Ja. Krass. Ja, mein Gott, ich hab halt, bin alt und hast ein Idiot. Kompensiert, daher, ja, ja, hab ich ja schon mal gesagt. Ich kompensiere so einen Unsinn. Tschüss, Kopftisch, was? Kopftisch. Euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Danke, danke. Kopftisch, Kopftisch. Dir auch auf jeden Fall. Wir bedanken uns, wie gesagt, bei euch vielmals fürs Hallo sagen. Ja. Warte. Aber ich bin momentan irgendwie auf dem Trip, Gameboys etc. zu kaufen und zu modden. Ah, okay. Nee, das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Da hatte ich jetzt noch nicht das... Du hast nur Bock, Konsolen zu sammeln. Ja, ich habe ein paar Konsolen. Hast du eigentlich mal das eine Foto auf Instagram gestellt? Ich habe das eine Bild auf Instagram, ja. Habe mir letzte Woche erst eine PlayStation 1 gekauft. Mir Modchips und Spraydose zum Umfärben. Ich habe meine PlayStation 1 noch... die einen Modchip hat. Den hatte ich mir damals besorgt. Also ich muss mal hier was nachgucken. Hier ist, hast du dich verbaut? Nee, hier ist Fummelarbeit. Ja, ich sehe das schon. Ich hasse es, wenn das so Kleinscheiß ist. Das kostet auch immer richtig viel Zeit und Energie. Und dann hast du gefühlt nichts. Also, dann bist du fertig und denkst, okay, super, das war's. Ist, dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe das immer mit denen, dass ich mir so diese alten Konsolensachen nachkaufe, wenn ich halt Podcasts in diese Richtung gehört habe. Dann habe ich immer voll Bock, mir den ganzen Kram, worüber die reden, halt zu kaufen. Muss ich mich immer ein bisschen kontrollieren. Meinst du Plausch im Griff? Zum Beispiel. Hatte erst eine PS2, da von einem Freund, die voll mit Katzenhaaren. Ja, wir haben einen Billardtisch voll mit Katzenhaaren gehabt. Den kann man ja aber absaugen. Dafür haben wir einen Billardtisch schon bei uns gekriegt. Ja. Als quasi Aufbewahrungsstelle. Wenn man es so will. Ah, jetzt geht's. Kann man dir helfen? Nee, jetzt geht's. Das, was ich wollte. Genau, so, jetzt muss ich noch das setzen. Und ich halte. Das setzen und noch nichts vergessen. Genau. Ja, Rika hatte auch, ihre erste Konsole war eine PS2 und ich glaube, ihre Eltern wissen noch immer nicht, dass das ihre ist. Naja, ich habe damals gesagt, du hast mir die geliehen. Ja, genau. Und du hast die aber selber gekauft. Von meinem eigenen verdienten Geld. Aber zwar habe ich schon gejobbt. Nee, damals habe ich nicht gejobbt, da war ich schon richtig am Arbeiten. Ja, ne? Ihre Eltern sind halt was älter und waren damals nicht so der Fan davon. Aber da habe ich noch zu Hause gewohnt. Wie das ging, aber die war voll damit. Ja, das frage ich mich manchmal auch, wie sowas nicht ergeht. Ich habe letzte Woche erst... Indem sie sich da drauflegen, die wird ja warm. Ich habe letzte Woche erst... ich habe einen Medienraum mit einem Beamer, wo ich halt alle alten Konsolen habe und dass sie halt auch funktionieren.
Da habe ich letzte Woche erst daran gewerkelt, dass die auch alle jetzt klappen und alles mal neu verkabelt. War sehr spaßig, aber es ist auch ein schönes Gefühl. Das einzige Problem ist, same, aber ohne Katzen. das einzige Problem ist aber, dass meine PlayStation 1, ich glaube durch den Modchip, die RGB-Werte nicht mehr ganz übergibt. Daher ist sie grau, genauso wie leider mein Sega Mega Drive auch grau ist. Aber gut, da kann man halt, glaube ich, nichts mehr dran wie ändern. Wie grau? Die Farbe oder was? Das Bild, was übertragen wird. Das ist schlecht. Ja. Dafür habe ich mir... Soll ich kleben? Ich überlege gerade, wie herum. Weil ich sehe jetzt hier nicht, was, wie ich da drauf kleben soll. Ah, doch, da. Ja, ja, nein, aber wie herum? Ja, so... Willst du kleben ja, oder was? Ja, komm, ich klebe. Nee, mir ist das egal, ich kann das machen. Irgendwo im Keller. Die beiden roten Punkte... Ja, so. Genau. Eine NES habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe den Super Nintendo hier noch rumliegen. Was, wir haben keine NES, wir haben nur den SNES oder was? Ich komme da immer durcheinander. Aber habe in Planung, sämtliche PlayStation-Konsolen zu holen und zu modden. Mir fehlt nur die 5er. Die habe ich, aber die würde ich nicht modden. Das ist halt... Wir sind eine der Glücklichen. Wir haben die jetzt schon fast ein Jahr, ne? Ja, seitdem sie rausgekommen ist, haben wir sie. Mm-mm. Wir haben die im Oktober bestellt. Wir hatten sie vor Weihnachten. Und dann haben wir, ja, im November haben sie bekommen. Also quasi jetzt vor einem Jahr ungefähr hatten wir sie. Das hat ja noch nach dem Bestellen noch 2 Wochen gedauert. Rika will kleben, nachdem sie vorhin gesagt hat, dass es bei ihr schief wird und es ihr egal ist. Ja, genau. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht unbedingt in die Hand gedrückt. Boah, ihr seid so fies. Ich würde mir doch hier Mühe geben. Ja. Bei keinem Kleben hatte ich nur keinen Bock. Ja, modde erst nach Garantieablauf. Selbst da, also ich bin dann irgendwie immer jemand, ich will meine Konsolen selten, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit Modden da anfange. Bei der PlayStation 1 war das noch sinnvoll, weil man dann ja die gebrannten Spiele halt spielen konnte. Ach, dafür ist das. Da war halt ein Einbauchip dann dabei. Aber an sich... Naja, die PS5 ist doch eh abwärts, oder nicht? Aber wie weit eigentlich abwärts? Nur PS4. Ernsthaft? Noch nicht mehr PS3? Nee, nee. Und die PS3, da konnte man auch keine PS2 und PS1 Spiele mehr, oder? Es gab die Piano damals, da ging das noch. Na, jetzt aber. Bei der 3? Ja, es gab die Piano, die war PlayStation 2. Auf der 3er läuft die Custom-Firmware. Meiner 4er ist die Firmware zu hoch. Ja, genau, die Fat Lady. Die heißt Piano, weil die mit Piano-Lack ist. Und das ist halt wirklich ein Monstrum. Okay. Und die hat die ersten Versionen davon, konnten die PlayStation 2 Spiele noch spielen. Ja, aber PS1 teilweise nicht sogar PlayStation 1. Ah, aber okay. Das Problem war, dass dieser umgebaute Chip oder dieser Laser eigentlich fehlerhaft war und die Konsole irgendwann Schrott gegangen ist daran. Deswegen Super. Hat man in späteren Varianten diesen Laser ausgebaut und dann nur noch auf die PS3 konzipiert. Aber das Problem ist sowieso, okay, dass die PS3 war nicht die durchdachteste Konsole. Und die PS4 war gar nicht mehr abwärts, ne? Nein. Also nicht mehr zur PS3? Nee, gar nicht. Da haben sich doch auch damals alle aufgeregt, oder? Nee, hat sich keiner, weil sie das dann kannten. Aber die PS4 hat halt dafür gut funktioniert. Die hat sich ja auch gut verkauft. Aber war es nicht dann eh egal, weil durch den PlayStation Store du eh die alten Spiele wieder spielen konntest? War das nicht irgendwie... Ja, ja, das war ja dann das Konzept, was sie dann hatten. So, Leutchen, wir haben... Ach, soll ich dir jetzt eigentlich immer noch eine Schale bringen? Mal gucken. Aha. Bis Sony auf die Idee kam, ein Abo-Modell für die PS4 zu erstellen, um PS3-Spiele darauf spielen zu können. Ja, genau, also... Dasselbe, was jetzt Nintendo macht. Ja, Leute, guck mal, nebenbei im Gespräch gegen Schwurbler und andere Leute haben wir angefangen, das Cockpit fertigzustellen. Wir haben jetzt den Motor, der sich dreht. Deine Tüte dürfte gar... Ach doch, du bist ja da. Ich dachte, ich habe die Tüte nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, genau. Du dürftest gar nicht fertig sein. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, in der nächsten Folge... Ich gucke schon mal vor. ...es weiter mit Tüte 6. Bis dann!